Hallo und herzlich willkommen. Heute eine ganz besondere Folge und zwar mit dem Thema Yin-Yoga. Wir haben eine kleine, gemütliche Einheit für euch vorbereitet. Und schau gern, dass du eine Decke in der Nähe hast. Meistens wird man so beim Yin-Yoga ein bisschen kühl, weil man nicht so viel tut. Oder dir einfach einen warmen Pulli anziehen. Schau, dass es gemütlich ist. Zusätzlich kannst du noch ein Kissen, eine Yogadecke oder irgendetwas Festes, Zusammengerolltes gerne nutzen. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wir starten in einer Variante von der Kindeshaltung. Und hierzu brauchst du das Bolster oder ein großes Kissen, was du hast. Öffne deine Knie etwa mattenweit und leg das Kissen längs zwischen deine Beine. Dann kannst du dich ganz entspannt nach vorne auf das Kissen sinken lassen. Deine Fußspitzen hinten berühren sich und du erlaubst deinem Oberkörper komplett auf dem Kissen zu entspannen. Mit geschlossenen Augen nimm deine Atmung wahr. Spüre, wie einatmend Weite entsteht und wie du dich in jeder Ausatmung wieder ein bisschen tiefer sinken lassen kannst. Vielleicht kannst du deinen Atem ganz gut verfolgen, weil du das Feedback hast von dem Kissen, diesen Widerstand, gegen den du atmest. Dreh gern auch mal den Kopf zur anderen Seite, damit deine Halswirbelsäule nicht später verdreht ist. Genieße deinen ruhigen, tiefen Atem und lass für den Moment mal alle Gedanken, alle Pläne, alle Sorgen in den Hintergrund rücken. Vielleicht bemerkst du schon jetzt, wie dein Atem ruhiger wird. Und wir lösen das langsam auf. Du ziehst das Kissen zur Seite raus und kommst für den Übergang in einen Vierfußstand. Und wir gehen in den herabschauenden Hund. Zur Vorbereitung hebst du dein rechtes Bein weit hoch, zieh dann dein Knie nach vorne und leg das Knie hinter der rechten Hand ab für die Taube. Dein linkes Bein rutscht nach hinten, Fußrücken aufgelegt und dann kannst du dir gerne den Block greifen, um deine Stirn dort abzulegen. Alternativ kannst du auch einfach die Stirn auf deine Hände legen. Finde hier eine Position, die für dich angenehm ist. Diese Position, die Taube, ist eine Außenrotation hier von deinem rechten Oberschenkel. Das ist eine Hüftöffnung. Du spürst wahrscheinlich eine starke Dehnung in deiner rechten Oberschenkelaußenseite und in deiner Gesäßmuskulatur. Und genau da wollen wir hin. Also wenn das hier ein bisschen intensiver wird, mach dir keine Sorgen. Genau so ist das gedacht. Wichtig ist, dass du weiter atmest. Dir vielleicht sogar vorstellst, dass der Atem genau in diese Dehnung hineinzieht und dort ein bisschen mehr Platz schafft. Und in der Ausatmung kannst du dich trotz Dehnung ein bisschen mehr fallen lassen. Ganz ruhig ein, ganz ruhig ausatmen. Auch wenn die Dehnung mit der Zeit stärker wird, bleibe in deinem Atemrhythmus und mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei dir. Zum Auflösen der Position, komm auf deine Hände zurück, bring den Block zur Seite und schieb dich in einen dreibeinigen Hund nach hinten oben. Einmal ausschütteln das Bein und setze Fuß neben Fuß. Linkes Bein heben, einatmen,
Und für die Taube auf der zweiten Seite dein Knie hinter deiner linken Hand ablegen. Dein Unterschenkel ist diagonal. Und dann machst du es dir hier gemütlich. Rechtes Bein rutscht weit nach hinten. Und du erlaubst dem Oberkörper zu sinken und deine Stirn landet wieder auf dem Block oder auf der Matte. Nimm hier gern ein paar ganz tiefe Atemzüge. Immer wenn man eine zweite Seite neu beginnt, brauchst du es eine Weile, bis sich der Körper einstellt. Atme gerne mal durch die Nase ein und durch geöffneten Mund aus. Nochmal so tief einatmen und durch den Mund wieder aus. Vielleicht merkst du, dass diese Seite anders ist als die erste. Das kann gut sein. Die Seiten sind meistens nicht identisch. Wenn du das Gefühl hast, du müsst hier ein bisschen was anderes machen, kleine, feine Veränderungen vornehmen, tu das gerne. Wir lösen langsam auf. Dazu kommst du auf deine Hände zurück, legst den Block beiseite, in den dreibeinigen Hund, dein Bein einmal ausschütteln in der Luft. Und dann setzt du Fuß neben Fuß. Mal tief durchatmen im herabschauenden Hund, langer Rücken. Und dann setzt du schon die Knie auf und kannst dich auf den Weg in eine Rückenlage begeben. Und wenn du auf dem Rücken liegst, nimm die Knie mal zur Brust ran. Kannst deine Beine umarmen und so ein kleines Päckchen machen und sanft von rechts nach links schaukeln. Deinen unteren Rücken ein wenig massieren. Nach der Taube, die auch den unteren Rücken dehnt, ist es eine Wohltat. Für die nächste Position, für Happy Baby, greifst du innen an deinen Knien zu deinen Füßen. Entweder zu den Außenkanten oder zu den großen Zehen. Ich hake immer gern meinen Daumen zwischen den großen und den zweiten Zeh. Schau mal, was für dich passend, was sich passend anfühlt, was gut ist. Und deine Fußsohlen zeigen zur Decke und du lässt deine Knie rechts und links etwas tiefer Richtung Boden sinken. Lass deine Schultern tief in die Matte sinken oder in die Decke. Und stell dir auch vor, dass dein unterer Rücken dem Boden wieder ein ganzes Stück näher kommt, sodass du eine ganz lange Wirbelsäule hast. Eine Dehnung auch hier für deine Hüfte, für deine Leiste, dein Becken. Unterer Rücken. Meistens auch hier eine für viele herausfordernde Position. Nutze gern deine Atmung, um es dir einfacher zu machen. Dann lösen wir in das Päckchen nochmal kurz, tiefer Atemzug, bevor du dann deine Füße abstellst. Und dich vorbereitest für eine Entspannung in Rückenlage, für unser Shavasana. Schau, dass du warm genug bist. Wenn du magst, lege das Kissen auf deinen Bauch, auf dein schönes Gefühl, so ein kleines Gewicht auf dem Bauch zu haben. Das erdet wunderbar und hilft dir nochmal, mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Atmung zu bleiben. Dein Körper wird schwer.
deine Beine bis zu den Fußspitzen, deine Arme bis in die Fingerspitzen. Alle Körperteile, alle Fasern, alle Zellen werden schwer. Und dann beginne dich langsam wieder zu bewegen, zu strecken und zu räkeln. Im tiefen Atemzug. Und in deinem Tempo findest du langsam zurück in eine Sitzposition. So, ich hoffe, ihr seid auch so schön entspannt wie ich und konntet diese Einheit am Boden genießen. Ihr seht, Yoga ist sehr vielfältig und gerade Yin-Yoga eignet sich wunderbar, um so ein bisschen zu entspannen. Das ist nicht nur der Körper, der entspannt, sondern eben auch der Geist. Also nach einem vollen Tag oder kurz vorm Schlafen gehen ist so eine Yin-Yoga-Einheit immer ganz besonders schön. Ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder auf der Matte sehen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.